Ja, frisch bei uns in der Modellaviator-Redaktion eingetroffen ist von der Firma Parrot die Bebop-Drohne. Über die haben wir vor gut einem Jahr bereits berichtet. Damals war Kollege Tobias Mainz bei der AufSea in Orlando. Parrot hat die Bebop-Drohnen dort zum ersten Mal vorgestellt. Oh, und was alles so in diesem Paket drin ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Steht hier schon drauf. Sky Controller unter anderem. Das ist die bereits hier vorne abgebildete Fernsteuerung. Ein Novum bei den Kooptern von Parrot. Normalerweise kennt man es ja, dass man ausschließlich über Smartphone und Tablet steuert. Das ist gut verpackt. Ja, scheitert schon hier. Ja, wir müssen es ein bisschen anders drehen. Ach, gucke mal. Tricky. Ja. Da sieh mal einer an. Noch ein kleines Vergleich schreiben. Okay. Das ist wirklich sehr, sehr gut verpackt. Also hier ruckelt gar nichts. Genau. Das ist schon fantastisch gemacht. Ja. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, waren die Prototypen noch rot. Jetzt sind sie in gelb ausgeführt. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es im Laufe des Jahres noch weitere Ja. Farben. Okay. Was haben wir dabei? Die Anleitung, zumindest ein Schnellstart-Guide und die internationalen Adapterstecker Fürs zum, Ladegerät. genau, fürs Ladegerät. Der Akku wird dann hier wahrscheinlich einfach direkt draufgesteckt. Hinten dran ist der Anschluss. Genau. Einfach rein in die Steckdose, fertig. Richtig. So, dann kommen wir mal USB-Kabel. Also lauter Einzelteile hier. Muss gleich noch alles zusammenbauen. Sekunde. Also, haben wir hier schon mal den Copter selber, die Bebop-Drone. Hier hinten drauf sieht man den Akku. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, war der einfach nur aufgesteckt. Mittlerweile wird er hier mittels Klettband gehalten. Kann hier mal zeigen. Das Interieur. Die ist ziemlich kompakt geraten, ne? Also Auf jeden lieber Fall. schon. Auf jeden Fall. Und hier vorne sieht man das Herzstück. Unter dieser Klappe verbirgt sich die auf vier Achsen stabilisierte Kamera. Die nimmt Full HD Aufnahme. Full HD, Ja. 14 Megapixel und hat schon ein ziemlich gutes Bild geliefert, muss ich sagen. Der Clou an der ganzen Geschichte ist ja, dass das Bild direkt zum Smartphone oder zu einem Tablet-PC Genau, geschickt wird und genau. man das dann direkt sehen kann. Exakt, Ja, wie genau. du eben schon sagtest, es wird ja nicht gesteuert über eine klassische Fernsteuerung, sondern über die Gyroskopsteuerung des Smartphones. Und jetzt gibt es halt die zusätzliche Option, den Smart Controller. Okay, der ist verklebt. Ich stelle mal kurz die Drohne weg. So. Ja, da ist das gute Stück. Da ist das gute Stück, genau. Das ist tatsächlich von Parrot jetzt mal technisches Equipment, das tatsächlich einem RC-Sender ähnelt. Man hat ganz regulär zwei ziemlich präzise Kreuzknüppelaggregate, verschiedene Schalter. Als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, waren die noch in anderer Position, beziehungsweise noch nicht mit den entsprechenden Symbolen versehen. Dann hat man hier, das ist, dürfte der Auslöser für Kamera sein, wenn man dem Symbol traut. Und hier bin ich mir nicht sicher, könnte Menüführung Ja, sein. Menüführung schätze ich auch mal. Genau. Wie gesagt, die riesige Patch-Antenne, die man hier sieht, natürlich schon ein ordentlicher Klopper. Und der Clou daran ist, die Halterung hier ist dafür konzipiert, dass man letztendlich Tablet, dabei kommt es nicht darauf an, ob es iOS-Betriebssystem oder Google Play bzw. Android ist, drin platzieren kann und hat quasi so eine FPV-Funktion bei dem Ja, Sender. ja. Wahrscheinlich ist das auch sogar ein bisschen flexibel einstellbar, dass Ja, man unterschiedliche Größen genau, das müsste hat. Ja, hier, genau. ja, irgendwie, muss man sich mal genauer ansehen, auf jeden Fall für verschiedene Tablet-Größen geeignet. Hier an der Seite haben wir dann noch HDMI und USB-Eingang. Und zusätzlich müsste hier eigentlich, Ist das ein Batteriefach? denke ich mal, ja, Ja. genau, dann wahrscheinlich, Ja, für die Fernsteuerung selber. genau für die Fernsteuerung selbst, aber das Also dürfte da hier. derselbe Akku sein Ja. wie für den Copter selbst. Das ist hier gleicher Typ Genau. von der. Ja, was eigentlich ganz praktisch ist, dann Ja. braucht man sich nur ein oder zwei Ersatzakkus zuzulegen. Ja, Schauen wir schön. mal ganz kurz rein. Was haben wir hier noch drin? Das sind noch zusätzliche Teile, wahrscheinlich zum komfortablen Tragen. Genau, was wir hier noch hatten, haben wir ausgepackt, ohne es näher zu beleuchten. Die üblichen Schaumstoff-Schutzbügel, die letztendlich seitlich auf den Kopter gesteckt werden können und so dafür sorgen, dass bei Berührungen nicht sofort der Absturz erfolgt. Ja.
ziehe gerade noch ein paar Ersatzpropeller, sind gleich mit dabei. Ja. Ist auch ganz praktisch. Ja, falls noch mal ein Auftrag erforderlich sein sollte. Ach, guck mal. Und das, was man vom guten Pulssender kennt, ein Lattengurt, genau. Ja, prima. Wie die Parrot Bebop-Drohne sich dann in der Praxis hält, das werden wir uns in den nächsten Tagen mal anschauen. Definitiv. Und ja, dann natürlich dann ausführlich in Modell Aviator auch berichten.